Ein Film, der sich mit den Anschlägen rund um den Boston-Marathon 2013 beschäftigt, startet diese Woche in den deutschen Kinos. Und damit geht es hier jetzt um Boston. Hab dich schon lange nicht mehr in Uniform gesehen. Ja, das war mit Absicht. Tönt mich echt an. Heute bitten wir um Mithilfe der Bevölkerung bei der Identifikation dieser beiden Verdächtigen. Wir müssen diese Schweine finden, bevor sie damit weitermachen. Hey! Hast du von dem Anschlag gehört? Ja, hab ich. Weißt du, wer das war? Ich war das. Boston geht 129 Minuten, ist seit 12 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, dem 23. Februar 2017, in den deutschen Kinos und beschäftigt sich mit den Anschlägen auf dem Boston-Marathon am 15. April 2013. Denn wie jedes Jahr zum Patriots Day fand dort der Boston-Marathon statt. Und am Zieleinlauf, in einem Abstand von wenigen Sekunden, kam es zu zwei Explosionen. Und die Frage, wer steckt dahinter, wie macht man die Täter ausfindig und wie bekommt man sie, sind die Kernthematik in diesem Film. Dabei werden Einzelschicksale verschiedenster Menschen, die auf der einen Seite verantwortlich sind oder auch Opfer geworden sind, dieser Taten, die sich im Zeitraum weniger Tage vollzogen, in den Vordergrund gestellt und ein Film erzählt, bei dem ich große Sorge hatte, dass er voller Patriotismus und Pathos ist in erster Linie. Die deutsche Version soll etwas umgeschnitten sein, muss am Ende aber feststellen, dass es kein Film ist, der sich gegen den Islam in erster Linie richtet oder gegen Muslime, sondern auf das Wir-Gefühl setzt, wie man zusammensteht nach einer schlimmen Tat, ein Gemeinschaftsgefühl, was unter Bevölkerung letztendlich entstehen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich, spätestens seit den Anschlägen auch in Berlin auf dem Breitscheidplatz, kann ich viele der Motive, die aufgegriffen werden, auf eine respektvolle Art und Weise verstehen und nachvollziehen. Der Film hat weltweit sehr gute Kritiken und ich muss ehrlich sagen, ich finde ihn auch recht stark und war überrascht, als ich ihn mir angeschaut habe. Das aufgrund von vielen verschiedenen Elementen, auf die ich jetzt einzeln eingehen werde, und reden wir kurz über den Cast und beim Fazit dann nochmal abschließend natürlich zu dem Film nochmal ein paar Worte mehr. Denn der Cast hat eine Hammerbesetzung. Fangen wir an mit Mark Wahlberg, spielt Tommy Saunders, einen Polizisten, der direkt an dem Zieleinlauf stationiert ist an jenem Tag. Ein harter Typ, der es auch sich im Beruf nicht unbedingt leicht gemacht hat, der gerne auch mal gegen andere opponiert, der aber vor allem ein integrer Typ ist, mit dem Herz am rechten Fleck. Er liebt seinen Job und seine Performance, ihn hier in die Mittelgrund zu rücken als der Typ, der eigentlich relativ weit unten in der Hackordnung ist, aber eigentlich was sagen will und aufgrund seiner Erfahrung letztendlich viele zu ihm aufschauen, die in seinem Bereich arbeiten, übernimmt er Verantwortung und gleichzeitig hat er eben auch eine liebende Familie bzw. Frau zu Hause, die sich um ihn sorgt und alles ringsherum. Wie er das verkörpert an diesem Tag, hat mir gut gefallen. Mark Wahlberg, eine tolle Wahl als die größte Hauptfigur, um die sich das meiste schart, was die Handlung angeht. Dann Kevin Bacon, lange nicht mehr auf der großen Leinwand gesehen, als Richard Delorier. Er ist FBI-Beamter, einer, der überlegen muss und sofort entscheiden muss, ist das hier ein Terrorakt, ist es hier ein Unfall, was verbirgt sich dahinter, wenn er übernimmt, wie viel Zeit kann er aufwenden, um sofortige Kontrollzentren aufzubauen. So hat zum Beispiel Boston eindrucksvolle Szenen, wenn es darum geht, wie schnell eine solche Kontrollstation aufgebaut wird in ganzen Lagerhallen. Und dieser Mann, der auf der einen Seite weiß, wie er mit Druck umgehen muss und welche Verantwortung er hat, gegenüber der Bevölkerung, der Medien, den öffentlichen Druck sofort aufzuklären, was dort passiert und trotzdem professionell und mit Führungskraft voranzugehen, ist ein toller Mix. Und ich muss sagen, Kevin Bacon auf der großen Leinwand habe ich lange nicht mehr gesehen, mich sehr darüber gefreut. John Goodman, auch wieder mehr im Kino zu sehen in den letzten Jahren, spielt Ed Davis. Und ein Großteil des Films ist konzipiert aufgrund seiner Aussagen und seiner Betrachtung des Films, ist der Commissioner der Stadt Boston, der sich als großer Beschützer fühlt, der nicht fassen kann, was dort passiert in jenen Sekunden. Allein wenn es zum Anschlag kommt, wie schnell er das Lenkrad um 180, 360 Grad rumdreht und das Auto reißaus nimmt, um wieder zurück an den Ort des Geschehens zu kommen. Und man übernimmt die ganze Zeit oder glaubt auf jeden Fall diese authentische Liebe zu seiner Stadt und die Aufgabe, diese beschützen zu wollen, vor allem was passiert. Und auch wenn es darum geht, höchste Sicherheitsvorkehrungen zu verhängen, muss ich sagen, seine Performance hier absolut glaubwürdig. Und dann am ganz anderen Ende interessant, einen J.K. Simmons dabei zu haben. Oscar-Preisträger spielt Jeffrey Puglier, wenn er so ausgesprochen wird. Und zwar Polizisten, Vorgesetzte in Watertown, eher einem kleineren Ort in der Nähe, der aber eine wichtige Rolle spielen wird im Zuge der Ergreifung der Täter. Und er ist einfach der einfache Polizist, der irgendwann wahrscheinlich in Pension geht, der auch eher ein bisschen witzig aufgelegt ist, aber trotzdem zu allem bereit. Und so richtet der Film mit diesem Augenmerk auf diese unterschiedlichen
Verantwortungsträger in unterschiedlichen Ebenen, sei es Commissioner, sei es FBI, sei es Bürgermeister, sei es Polizist oder sei es ein kleiner Polizist aus einem Vorort und das dann noch ergänzt durch Michelle Monaghan, die Carol Saunders spielt, eben hier Mark Wahlbergs Ehefrau und eher auch dieses Umfeld da mit porträtiert, der Angehörigen, der Bevölkerung, die sich Sorgen macht und hier eine tolle Wahl an Schauspielern, die zusammen gut funktionieren und vor allem, dem man auch die ganze Zeit glaubt, dass sich niemand in den Vordergrund spielen will und sich auf die Sache konzentrieren. Die Kameraarbeit ist sehr, sehr wertig und Peter Burke verwendet hier auch einen interessanten Mix als Regisseur, den er seinem Kameramann anvertraut aus A, relativ neutralen Farben. Er versucht den Film nicht künstlich extrem trist zu machen, hat wiederum einen sehr filmischen Stil, aber wechselt immer wieder auf echte Bilder, die dann dokumentarisch wirken aus dem Jahr 2013 und auch immer wieder auf Aufnahmen von Überwachungskameras. Und das ergibt einen interessanten und sehr echten Look, vor allem in Momenten der Explosionen selbst, fast schon schockierend, wenn man sich das Ganze anguckt. Die Szenenbilder, klar Boston als große Stadt, die einzelnen Behausungen von Menschen, dann ist man auch den Tätern eben auf der Spur, wie sie vieles erleben, wie sie durch die Straßen flüchten und gleichzeitig an Momenten, wo eine Ausgangssperre verhängt wird, diese menschenleeren Straßen zu sehen, wo sich sonst Tausende oder Zehntausende Menschen und Autos tummeln, sind schon eindrucksvolle Bilder. Die Musik zeigt das auch, sie untermalt den Film spannend, sie ist oft mit Klavier am Anfang schon überlegt, um so eine leichte Melancholie einzustreuen, dass man eben vom Publikumseite auch schon weiß, okay, hier wird es vielleicht etwas ergreifender, ohne dabei zu extrem in manchen Momenten auch rühren zu wollen, weil er immer wieder mit einem guten Tempo auch die Dinge vorantreibt und damit auch ein Interesse beim Publikum auslösen kann, okay, was passiert hier eigentlich hinter den Kulissen? Weil sind wir mal ehrlich, als diese Anschläge waren, da geht es zumindest mir so, hat man natürlich einiges mitgenommen, immer in den Abendnachrichten, 2-, 3-, 4-minütige Beiträge, aber hier jetzt mal rauszugehen und zu wissen, was ist im Einzelnen, wie genau, in welcher Abfolge passiert, ist auch faktisch, unabhängig davon, wie schrecklich das eigentlich ist, eine interessante Sache und gut aufbereitet. Wenn man sich Kostüme und Make-up anschaut, ja, die Menschen, wie sie eben rumlaufen 2013, da kann sich jeder was vorstellen, aber alle Wunden, Verletzungen, die man sieht, sehen extrem echt geschminkt aus und auch alle Explosionen, wenn wir über die Effekte reden wollen, sind sehr handwerklich gemacht und wirken sehr, sehr echt. Und so hat man eben das Gefühl, so geht es mir, ich bin 1987 geboren, in einer Welt aufgewachsen zu sein, die zunächst sehr friedlich war, vielleicht liegt es auch in der Kindheit, aber dann irgendwann mit 9/11 2001 wurde Terror ein großes Thema und seitdem vergeht kaum ein Tag oder zumindest niemals eine Woche, ohne dass in den Medien Terror ein kernzentrales Thema ist und auch die Ängste, die damit geschürt werden. Da kann man lange und viel drüber diskutieren, aber was man nicht wegdiskutieren kann, sind, dass Anschläge auch immer näher gerückt sind. Sei es dann irgendwann, dass ein Fußballstadion in Hannover evakuiert wird beim Spiel, sei es Charlie Hebdo, sei es das Bataclan oder sei es der Breitscheidplatz im vergangenen Dezember mitten in Berlin, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin und diesen Ort alle paar Tage sehe. Und wenn man sich dann Boston anschaut und dieser Film setzt eben auf ein Wir-Gefühl, nicht auf einen Hass gegen Religion, sondern eher auf das Klare, wie geht man mit Extremismus um, wie geht man mit Fanatismus um und gibt trotzdem den Tätern sehr viel Raum, sie teilweise auch kindlich darzustellen, mit menschlichen, grundkindlichen Bedürfnissen, dann ist das ein interessanter Mix und gleichzeitig ein respektvoller Umgang mit der Sache, der trotzdem eine Jagd und einen Thriller und Drama in den Vordergrund drückt, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass er mit A so wenig Pathos auskommt und vor allem das menschliche Gefühl und das Liebe und Zusammenhalt und das Weitermachen über dem stehen muss, sich von der Angst bedrücken zu lassen und sich letztendlich dem hinzugeben, was diese Anschläge bezwecken wollen. Und das fängt Boston mit einem guten Cast und gutem Handwerk ein, sodass wenn man mich fragt, was finde ich gut? Ich mag die Geschichte, wie sie aufgegriffen wird, weil es ist natürlich ein bisschen merkwürdig, gerade mal gut 3,5 Jahre später einen Film darüber zu sehen. Das Wir-Gefühl, habe ich mehrmals erwähnt, dass der Film sich nicht gegen den Islam oder gegen Religion als solches richtet. Der Umgang damit, der Look und die Spannung in dem Film, die sich wirklich hält über die 2 Stunden. Die Wahl des Castes, habe ich schon mehrfach gesagt, die Grundmessage, die abgerufen wird und das Ganze in einer Abfolge zu sehen, um das zusammenzufassen, was ich gut finde. Was ich eher nicht so gut finde, ist, man merkt dem Film in manchen Momenten trotz seiner Spannung, die funktioniert an, dass er 129 Minuten geht, auch manche Dinge wieder, gerade wenn es um das Verfolgen mit Autos geht, zieht sich ein bisschen zu lang, hätte man noch 10 Minuten rausnehmen können und dass der Film in manchen Momenten nicht unfreiwillig komisch ist, sondern leicht komische Momente aufgreift, die passen nicht ganz zu dem Ton, die der Film eigentlich abgreifen will. Andererseits gibt es in bestimmten Extremsituationen immer wieder Aufzeichnungen, dass Menschen sich fast irreal verhalten und Dinge sagen und dabei wirklich auch ungewollt
wollt so einen Witz erzeugen, weswegen ich glaube, dass das nicht weit hergeholt ist, sondern vielleicht sogar wohl dokumentiert, wie man das hier einbaut in diesem Film. Da kann man drüber diskutieren, fand ich persönlich eher ein bisschen kritisch. Am Ende, für alle Leute, die rein filmisch gesehen einen guten Thriller mit dramatischem Einschlag sehen wollen, könnten sich Boston anschauen und natürlich Themeninteressierte darauf bezogen. Leider ist der Film in den USA gefloppt, auch in Deutschland für meinen Geschmack zu wenig Aufmerksamkeit. Ich finde ihn stark und so bekommt er von mir als Drama-Thriller 8,5 von 10 möglichen Punkten und insgesamt 8 von 10 möglichen Punkten. Und das hat mich überrascht, weil ich viel mehr Pathos erwartet hätte, sodass man sich als Europäer besonders nochmal wieder ein bisschen distanzierter fühlt. Aber darum geht es nicht. Und da muss ich sagen, ein Film, wo ich froh bin, dass ich ihn gesehen habe. Und damit bin ich am Ende meiner Review zu Boston ab morgen, dem 23. Februar, in den deutschen Kinos. Und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.